Am Mittwochabend wurde der Einsatzzentrale der integrierten Leitstelle der Brand eines Einkaufsmarktes in Kirchdorf am Inn mitgeteilt. Sofort rückten die Feuerwehren von Kirchdorf und Simbach am Inn zum Brandherd aus. Genau, während der Anfahrt haben wir schon auf der Anfahrt gesehen, dass das Gebäude im Vollbrand steht und eine riesengroße Rauchwolke über dem Gebäude in Atzing steht. Es sind durch die Alarmstichworterhöhung sind noch zusätzlich die Feuerwehren Erlach und Julbach alarmiert worden. Der Einkaufsmarkt hatte kurz vor dem Brand um 19 Uhr seine Tore geschlossen, sodass sich keine Personen mehr in dem Gebäude befanden. Wir haben dann versucht, das Gebäude, weil ja das fast schon im Vollbrand gestanden ist, die anderen angrenzenden Gebäude zu schützen. Ein Innenangriff ist nicht mehr zu denken gewesen durch die Bauweise von dem Gebäude mit so Nagelbinderplatten. Unmöglich, dass man da noch einen Innenangriff machen hätte können. Die Feuerwehren konzentrierten sich darauf, die 30 x 25 Meter große Halle kontrolliert abbrennen zu lassen. Von den Einrichtungen und Waren des Einkaufsmarktes konnte nichts mehr geborgen werden. Es waren kleine Gasflaschen oder so Spraydosen drinnen, wie in so einem Warenmarkt eben beim Verkauf angeboten werden, aber jetzt keine besonderen Gefahren. Nach gut 3 Stunden konnte der Brand von den Feuerwehreinsatzkräften unter Kontrolle gebracht werden. Wir waren insgesamt 80 Feuerwehrmänner und Frauen von den Feuerwehren Kirchdorf, Simbach, Erlach und Julbach. Dazu war der Rettungsdienst mit einem Notarzt und mehrere Rettungswagen vorsorglich am Einsatzort. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 1 Million Euro. Zur Brandursache können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Ein technischer Defekt wird von der Polizei nicht ausgeschlossen. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nicht vor.